Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Don't Starve. Jetzt wollte ich schon sagen Let's Starve, aber ja, das wäre wieder was, ein bisschen was anderes gewesen. Wir sind immer noch auf dieser Insel und suchen Gold. Ja, ich weiß, ich habe das falsche Dings drin. Was bringen eigentlich die Pflanzen? Man könnte es auf jeden Fall essen. Steine nehmen wir auch mal mit. Und ich habe ganz ehrlich gesagt mal nachgeschaut, was es denn jetzt mit diesem Wormhole auf sich hat. Und es ist tatsächlich so, dass man dadurch reisen kann und nicht gefressen wird. Und man kommt zu irgendeinem anderen Ort hin. Es kostet nur ein bisschen geistige Gesundheit, da durchzugehen, was ich bei dem Aussehen auch ganz gut verstehen kann. Dahin wollen wir. So, es wird langsam dunkel. Und ich würde sagen, am nächsten Tag wollen wir doch mal aufbrechen und ins Wurmloch mal reinspringen. Weil was wir unbedingt brauchen, ist ein Stückchen Gold. Und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wir das hier so schnell finden werden. Es sieht irgendwie jedenfalls nicht danach aus. Nochmal eine Karotte, sehr schön. So. Nehmen wir die Dings auch noch mit. Und langsam wird es auch wirklich Zeit, dass wir uns ein Lagerfeuer machen. Kurz noch auf die Karte geschaut. Die Insel ist, also das Teil hier ist relativ gut erkundet. Ach, das haken wir doch auch gleich mal auf. So, und da können wir schon das nächste wieder bauen. Aber ich sollte jetzt wirklich mal ein Lagerfeuer errichten. Ich denke, ein ganz normales Campfire wird wahrscheinlich langen. So. Das andere, was macht denn das eigentlich? Ein safer, ein mehr effizientes Lagerfeuer und ein sicheres Lagerfeuer. Da brauchen wir ein paar Steine für anstatt Gras. Okay. Wenn wir schon hier sind, können wir hier auch noch mal ein bisschen das Gras. Aufsammeln. Ah, aber nicht so weit weggehen vom Lagerfeuer. Was ist jetzt das? War das schon immer hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte ich unbedingt was essen. Vielleicht noch eine Karotte als Abwechslung. So, das sieht doch schon besser aus. Magen ist gefüllt. Und in dieser ganzen Gegend, wo wir hier sind, haben wir kein bisschen Gold gefunden. Und ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ich glaube, das ist in so einem Felsblock drin. Aber nur, dass der mit Goldadern durchsät ist, glaube ich jedenfalls, dass es so aussieht. Aber hier sieht es irgendwie nicht aus, als ob da was wäre. Ich frage mich echt, ob wir durch das Wurmloch durch sollen. Was können wir sonst noch alles herstellen? Da können wir wieder herstellen. Das ist gut. Das ist auch gut. Da können wir wieder eine Falle herstellen. Aber wir haben, glaube ich, noch eine. Ja, mit 88%. Und hier können wir nochmal einen Grasanzug herstellen, aber den haben wir ja auch schon. Der ist noch zu 100% richtig. Dress können wir auch noch keinen machen. Lass mich mal ein Lagerfeuer neu
Auflegen. Ist gerade ein bisschen niedriger, zu niedrig geworden. So. Dann ist der Tag gleich, fängt an, da haben wir ihn ja. Dann würde ich sagen, lass mal das Lagerfeuer doch mal da, wo es ist. Und hüpfen mal durch das Wurmloch durch. In der Hoffnung, dass wir da drüben dann auch Gold finden. Ich schaue mir noch die Gegend hier ganz kurz an. Aber hier sieht es auch nicht aus, als ob da was wäre. Nee, nicht wirklich. Also entweder ist das Spiel jetzt gleich vorbei, oder wir kommen zu einem anderen Ort raus. Okay, wir sind auf einem anderen Ort. Und unsere Gesundheit hat ziemlich drunter gelitten. Ich frage mich jetzt, wo wir genau sind. Ach, da oben sind wir. Okay, so weit war das gar nicht weg. Aber irgendwie sieht es hier auch nicht aus, als ob es ja groß Gold geben würde. Aber da gibt's Bären. Die sammeln wir doch gleich wieder ein. Ah, ich glaube, ich habe gerade was gesehen. Ich glaube, Blumen sammeln, da ist, glaube ich, gerade das ein bisschen hochgegangen wieder. Noch weitere Bären, das ist immer gut. So, lass mich mal kurz was schauen. Hier haben wir 141. 146, das hilft tatsächlich. Das ist schon mal gut zu wissen, um unsere Gesundheit wieder hochzukriegen. Und ich glaube, ich könnte auch. Hoppla. So war das eigentlich jetzt nicht gedacht. So. Ist der Baum gerade verschwunden? Ist der Baum gerade eingegangen? Die da pflanzen wir gleich wieder. Hier gibt es sehr, sehr viele Bienen. Wirklich sehr viele Bienen. Und sowas wie ein Weg, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, ob wir den folgen sollten. Ah, jemine. Hier gibt es extrem viele Bienen. Aber immer noch kein Gold. Was sagt die Karte? Ja, hier ist ein Weg eingezeichnet. Wow. Da oben ist ein. Was ist das? Das sollte man vielleicht nicht reinhüpfen. Ja, ich weiß. Wir haben das falsche. Die falsche Ausrüstung. Doch, ich glaube, da war das. Da Hammers. Sehr schön. Das hat sich doch gelohnt, ja herzugehen. Ah, aber mein Inventar ist voll. So was Blödes. Tun wir den mal hier her und nehmen den Goldnugget mit. Und der hier, den nehmen wir auch gleich mit. Da ist noch ein weiterer Goldnugget drin. Ja. Aber ich sollte mir noch so ein Dings hier nochmal bauen. Da waren sogar zwei drin. Klasse. Dann wollen wir doch mal schauen. Jetzt können wir uns endlich so ein Ding hier mal bauen. Haben ja auch alles dafür. Okay, aber wo bauen wir sie hin? Ich würde sagen, wir bleiben hier auf dem Weg. Da machen wir uns einen Teil hin. Ach du Schande, da können wir ja um einiges viel neue Sachen machen.
Okay. Ja, ich weiß, wir sollten langsam hier ein Lagerfeuer machen, obwohl wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Was können wir jetzt Neues bauen? Das, was hier grün angezeigt ist. Aber warum mal dann noch ein... okay, ich... Ah, und ich muss in der Nähe bleiben von dem Teil. Okay, gut zu wissen. Ach, das... Aber warum war das gerade noch mit so einem Ding drin, mit einem Schloss drin? Muss man das jetzt verstehen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bauen wir jetzt erstmal ein neues Lagerfeuer. Bauen wir uns mal ein größeres hier. Oh. Ah, jetzt macht das. Und dann essen wir auch gleich nochmal wieder ein paar Sachen. Machen wir das hier. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So, und dann können wir die Schaufel nehmen. Frag mich, was man damit machen können. Wahrscheinlich können wir... Entschuldigung. Wahrscheinlich können wir irgendwas ausgraben. Was haben wir denn sonst noch zum Neues zum Bauen? Pitchfork. Was ist eine Pitchfork? Ich habe keine Ahnung. Ah, und eine Rasierklinge. Stimmt, ich glaube, bei ihm sollte irgendwann mal ein Bart wachsen, wenn man lang genug wartet. Glaube ich. Ob das was bringt oder nicht, weiß ich nicht. Aber was das ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Was haben wir dann hier? Oh, ich bleib mal lieber hier ein bisschen. Ah, ich habe es zu weit weggebaut, glaube ich. Ah, ich denke, es müsste noch gehen. Ein Backpack. Carry more stuff. Das hört sich gut an. Moment. Muss ich das jetzt da ausrüsten? Ah, ich verstehe. Oh, ich sollte vielleicht auch wieder noch Feuer nachfüllen. So. Ich muss entweder das hier kann ich mitnehmen. Oder diesen Rucksack. Wobei ich da, glaube ich, eher auf den Rucksack gehen würde als auf das Teil. Wobei es kommt wahrscheinlich immer drauf an, was man gerade dabei hat. Gras tun wir auch mal da rein. Genauso wie das hier. Das Essenszeug will ich mal alles hier behalten. Oh, das kann man eigentlich aufeinander legen. So. Essenszeug behalte ich mal hier. Flint kann eigentlich auch da rein. Und die Pfeile behalte ich auch mal hier. Gut, dann lass uns mal schauen, was kann man sonst noch machen. Also einen Rucksack. Ah, jetzt kann ich es auch. Jetzt ist das Ding auch raus. Ich habe wahrscheinlich. Ein. Oh, was sehe ich da gerade? Ihm ist tatsächlich ein Bart gewachsen. Ah. Ich finde, es steht aber gar nicht mal so schlecht. Wisst ihr was? Ich probiere jetzt gerade mal dieses eine Ding hier aus. Wir haben ja noch genug von dem Zeug. Einfach mal schauen, was das ist. Okay, und was kann ich jetzt damit machen? Ist das eine Waffe? Ich habe keine Ahnung. Okay, das muss ich mal nachschauen, was das genau ist.
So, können wir hier noch was anderes bauen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, da war nichts mehr zu. Da konnte man nichts mehr Neues bauen. Das war irgendwas Food-mäßiges. Okay, eine Basic Farm. Das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an, um uns Essen, um unsere Essensversorgung zu sichern. Aber da fehlt uns noch sehr, sehr viel. Okay, das geht also nicht. Okay, da fehlt uns auch noch einiges. Ja, da fehlt uns so viel Material noch, um Sachen zu bauen. Strukturen. Eine Haywall. Oh. Ja, von dem Zeug haben wir auch genug. Okay. Halt. Ach, ein Frosch. Oh. Ach du Schande, die sind aggressiv. Wow. Dämonenfrösche, Hilfe! Ich wollte doch einfach nur in Ruhe schauen, was man hier so machen kann, alles. Okay, da können wir noch nichts weiter bauen. Strukturen haben wir da eigentlich schon drin? Außer diese komische Wand, Strohwand, ist da wohl auch nichts drin. Ach, ich kann. Cool. Da kann ich Dings herstellen. Sehr schön. Kann ich jetzt doch um einiges mehr herstellen als ein paar Material, was ich für später noch brauchen könnte. So. Oh, das bleibt da, sehr schön. Dann machen wir es doch gleich wieder voll hier. Ich weiß, ich bin jetzt relativ viel an einem Fleck geblieben, was eigentlich nicht so besonders toll ist. Weil ich brauche ja auch noch Essen. Sprich, am nächsten Tag muss ich unbedingt meine Essensvorräte mal wieder aufstocken. Wäre ziemlich sinnvoll, das zu machen. So, was können wir sonst noch alles bauen? Das da ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Sobald ich das gemacht habe, kann ich es auch jedes Mal herstellen, oder? Ah, sehr schön. Das heißt, ich muss nur den Prototyp da bei diesem Ding hier erstellen. Okay, was brauchen wir dafür? Das ist okay. Beanbox. So eine Basic Farm würde ich ganz gerne eigentlich herstellen. Naja, gut. Schauen wir mal. Putzdown. Okay, das können wir auch noch nicht machen. Was ist das? Magic. Oh. Und wir brauchen unbedingt neues Holz. Da haben wir auch nicht mehr allzu viel.
Und einen Strohhut können wir bauen. Es braucht aber verdammt viel Gras. Andererseits haben wir ja relativ viel Gras. Machen wir es einfach mal. So. Ein Strohhut. Was der bringt, weiß ich nicht, aber es sieht doch mal gar nicht mal so schlecht aus. Ah, dafür können wir das hier brauchen. Garland. Das sieht doch eigentlich auch nicht so schlecht aus. Okay, da brauchen wir zwei Hasen für. A Beefalo Head. Oh, und ich gehe lieber mal hierher. Ja, also wir haben auf jeden Fall. Uiuiui. So ist besser. Wir haben auf jeden Fall viel, viel zu bauen jetzt hat. Aber als erstes müssten wir mal unser neues Essen finden. Und so eine Farm wäre echt nicht schlecht zu bauen, fände ich. Und wir müssen unbedingt neues Holz holen. Aber das machen wir alles bei der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!